Okay, für dieses Video musst du ein bisschen deinen Kopf freimachen. Ich weiß, wir hatten jetzt schon über einige Theorien und Spekulationen von Jurassic Park 3 gesprochen. Ja, wir haben uns die Geschichte mehr oder weniger in allen möglichen Videos so zusammengereimt und versucht, Fragen zu beantworten, dass es irgendwie logisch ist. Unter anderem habe ich euch hier ein Interview genannt oder in einem Video präsentiert, in dem gesagt wurde, dass der ursprüngliche Plan in Jurassic Park 3 es gewesen ist, dass Cooper einen Baby-Spinosaurus tötet, deswegen den erwachsenen Spinosaurus aggressiv macht und der aus diesem Grund die Gruppe über die gesamte Insel jagt. Ebenfalls haben wir uns auch schon mal darüber Gedanken gemacht, warum die Velociraptoren in Jurassic Park 3, naja, so aussehen, obwohl sie in Jurassic Park 2, also The Lost World Jurassic Park, noch so ausgesehen haben. Diese beiden Videos, diese beiden Theorien müssen wir jetzt hier mal beiseite schieben, denn zum einen war das mit den Raptoren mehr oder weniger eine Theorie, wo wir uns überlegt haben, wie würde das Ganze Sinn ergeben. Und die Szene mit dem Baby-Spinosaurus wurde ja de facto nie gedreht, also schon verworfen, bevor der Dreh überhaupt angefangen hat. Wir sehen zwar immer noch die Auswirkungen dieses Baby-Spinosaurus-Angriffs im fertigen Film, gerade auch wenn wir eben Cooper sehen, der eben noch am Arm verletzt ist, aber die Szene wurde eben nie gedreht und ist deswegen auch nicht wirklich mit dem Film kompatibel. Also kompatibel doch, aber ihr wisst, wie ich das Ganze meine. In diesem Video werden wir uns mal darauf beschränken, was wir wirklich im Film sehen. Können wir durch die bloßen Filme oder vielleicht auch noch andere Medien auch einfach so im offiziellen Kanon, in der Jurassic Lore erklären, warum der Spinosaurus so aggressiv ist und warum die Velociraptoren so aussehen, wie sie eben in Jurassic Park 3 aussehen? Und die Antwort hierauf ist ja, hundertprozentig ja. Ich habe die Antwort auf diese beiden Fragen gefunden und die sind relativ plausibel. Man muss allerdings genauer hinschauen, um das wirklich zu sehen. Dafür bin ich ja für euch da. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ich beschäftige mich auf diesem Kanal ja schon sehr lange mit Jurassic Park oder eben auch Jurassic World. Also das ist ja inzwischen mitunter das Steckenpferd hier des Kanals geworden. Das hat eben zur Folge, dass ich mich in manche Figuren auch ein bisschen mehr versuche reinzuversetzen als vielleicht der normale Zuschauer eines Films. Ich habe ja erst mit dem lieben Gerion the First nach unserem Jurassic World Dominion Besuch darüber gesprochen, was mir alles an dem Film nicht passt. Und er war der Meinung, ey, du bist da einfach viel zu tief in dem Thema drin, deswegen siehst du bestimmte Sachen, die ich eben nicht sehe. Genau das wird jetzt aber hier vom Vorteil sein, denn ich habe erst vor kurzem noch einmal die offizielle Kanon-Geschichte von Jurassic World Aftermath gespielt. Das heißt, das Spiel Jurassic World Aftermath ist aktuell verfügbar für die Nintendo Switch und für die Oculus Quest in VR und auch für die PSVR 2. Dieses Spiel ist auf jeden Fall offiziell Kanon zur Lore. Das hat Universal selber bestätigt, auch wenn die Entwickler gesagt haben, so war das Ganze nie gedacht. Universal hat diesen Teil, dieses Spiel, mit in die Lore aufgenommen. Wenn ich euch die gesamte Geschichte von Jurassic World Aftermath mal in einem schönen Video erklären soll, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Ansonsten habt ihr aber auch das Let's Play hier auf meinem Kanal, was ich euch mal hier oben verlinkt habe. Da könnt ihr einfach draufklicken und euch das ganze Let's Play mal anschauen. Vor kurzem habe ich einfach wieder Lust gehabt, das Spiel mal reinzuschmeißen und mir so ein paar, naja, bestimmte Momente nochmal anzuschauen. Unter anderem ist mir da aufgefallen, wie wichtig es eigentlich ist für bestimmte Fragen, die wir uns immer wieder gestellt haben, sich mal die einzelnen Dokumente durchzulesen, die auf bestimmten Computern abzuspielen sind bzw. eben zu lesen sind. Da erfahren wir nämlich sehr viel interessante Infos. Und wie gesagt, das Ganze, was ihr jetzt hier erfahrt, ist wirklich offiziell Kanon. Das hier ist die Antwort auf die Frage, warum der Spinosaurus so aggressiv ist und warum die Velociraptoren so aussehen, wie sie eben aussehen. Ich meine, euch allen müsste aufgefallen sein, dass während ihr Jurassic Park 3 geschaut habt, dass die Dinosaurier, die wir dann im Labor in diesen Reagenzgläsern sehen, irgendwie anders geschaffen sind als im Jurassic Park. Denn im Jurassic Park sehen wir ja, dass die Saurier eher, naja, auf natürliche Art und Weise geklont werden. Die schlüpfen immer noch aus Eiern. Hier scheint das aber nicht der Fall gewesen zu sein. In Jurassic Park 3 sehen wir schon relativ weit ausgewachsene Embryos in Reagenzgläsern herumschwimmen. Warum ist das Ganze so? Naja, weil niemand Geringeres als Dr. Henry Wu zwischen den Ereignissen von Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3 geheime Forschungen auf der Isla Sorna betrieben hat. Das Ganze haben wir im letzten Video auch schon besprochen, das habe ich dir mal in der Beschreibung unten verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Aber im Großen und Ganzen kann man das so zusammenfassen, dass Henry Wu, nachdem die Erschaffung und eben das Klonen der Dinosaurier verboten wurde, nach dem Ingen-Vorfall aus Jurassic Park 1, danach ist Dr. Henry Wu auf die Idee gekommen, okay, ich nutze das Chaos von Anlage B, um da meine geheimen Forschungen weiter zu betreiben.
Unter anderem aus dem offiziellen Jurassic Park Compendium wissen wir, dass eine dieser illegalen Experimente, dieser geheimen Experimente, das Ergebnis davon ist der Spinosaurus gewesen. Unter anderem, es gab noch mehr Dinosaurier, die ich dir gerade mal eingeblendet habe. Quasi alle Saurier, die eben nicht auf Ingens Liste standen. Was Dr. Alan Grant ja auch dann in Jurassic Park 3 wirklich anmerkt. Das heißt ja, der Spinosaurus ist von Dr. Henry Wu geschaffen worden. Das Ganze wird ebenfalls nochmal unterstrichen, wenn wir jetzt wieder auf das Spiel zurückgucken, was ich eben gerade erwähnt habe. In Jurassic World Aftermath finden wir bestimmte Dateien, in denen von Dr. Henry Wu selbst behauptet wird, dass er einen Alpha-Predator auf der Isla Sorna gezüchtet hat, der aber als offizieller Fehlschlag galt. Ja, auch der Spinosaurus wird als offizieller Fehlschlag hingestellt. Das wussten wir auch schon vorher, wenn wir uns mit der Materie ein bisschen mehr beschäftigt hatten. Ich meine, sogar im Jurassic Park Compendium wird das Ganze auch nochmal ein bisschen näher beschrieben. Wir wussten aber nie, was es wirklich bedeutet. Warum ist der Spinosaurus so ein Fehlschlag? Ich meine, das Tier ist ja da am Leben und scheint auch wirklich zu funktionieren. In Jurassic World Aftermath wird darauf eingegangen, dass der Fehlschlag auf der Isla Sorna, es wird hierbei nicht vom Spinosaurus geredet, aber wir werden jetzt hier einfach mal eins und eins zusammenzählen. Denn kurz vorher erfahren wir, ja, der Spinosaurus ist ein offizieller Fehlschlag. In anderen Dokumenten erfahren wir dann, dass der Fehlschlag von der Isla Sorna zu aggressiv geworden ist, was mit einer Kombination zwischen der echten Dino-DNS und eben der Komplementations-DNS liegt. Welche DNS jetzt beim Spinosaurus mitgemischt wurde oder mit reingemischt wurde, die dazu geführt hat, dass das Tier so aggressiv geworden ist, das wird zwar nicht genau gesagt, aber das ist auf jeden Fall die offizielle Antwort, warum der Spinosaurus in Jurassic Park 3 so aggressiv ist. Das wurde im Nachhinein erst dazu gedichtet, das könnte man schon so sagen, ja. Aber ich finde das irgendwie so sehr viel aufschlussreicher. Warum verhält sich das Tier wie ein Monster? Weil Dr. Henry Wu hier wirklich ein Monster erschaffen hat. Und dieselbe Antwort, wer hätte es gedacht, fällt auch auf die Frage, warum die Velociraptoren zum einen so anders aussehen und sich zum anderen so anders verhalten. Der liebe Nico von Medienmelage hat sich immer darüber beschwert, dass die Velociraptoren ihm in Jurassic Park 3 zu intelligent geworden sind. Ein Riesenteil der Story in Jurassic World Aftermath behandelt auch drei Velociraptoren, die laut Dr. Henry Wu genetisch so verändert wurden, dass sie ihr Verhalten intelligenter gestaltet haben. Also diese Tiere wurden intelligenter geklont. Also alle drei Velociraptoren aus Jurassic World Aftermath. Dr. Henry Wu erwähnt im selbigen Spiel übrigens auch, dass er dieselbe Forschung bereits auf der Isla Sorna betrieben hat. Die ist aber außer Kontrolle geraten, weil er eben hier die Fortpflanzung nicht kontrollieren konnte. Das heißt, ja, auch hier haben wir die Antwort. Die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 sind vom Intelligenzgrad her so, weil Dr. Henry Wu sie so geschaffen hat und sind dann eigentlich am allernächsten mit den Velociraptoren aus Jurassic World Aftermath verwandt. Auch wenn die nicht so aussehen wie die. Aber es wird hier eben ganz klar beschrieben, ja, Dr. Henry Wu hat Velociraptoren auf der Isla Sorna geschaffen, die einfach zu schlau wurden und sich eben unkontrolliert fortgepflanzt haben. Das sind jetzt die beiden offiziellen Antworten, die uns das kanonische Spiel Jurassic World Aftermath einfach vor die Augen schmeißt. Und ich habe mir gedacht, okay, warum sieht man das nicht? Und dann ist mir aufgefallen, warum auch ich das nicht gesehen habe, wo wir das Ganze live durchgespielt haben. Es gibt viel zu viele von diesen Side-Informationen. Also du hast wirklich alle zwei Areale irgendwelche E-Mails, die du durchlesen kannst, um irgendwelche Sideplots mitzuerfahren. Das wird es nur noch interessanter machen, weil ich das Ganze jetzt auch nochmal privat ein bisschen weiterspielen werde und ich werde mir jede einzelne E-Mail rausziehen und gucken, was wir eventuell noch herausziehen können. Beziehungsweise was wir eben noch erfahren können, was die Lore noch ein bisschen runder macht. Jetzt bin ich wie immer auf deine Meinung gespannt. Was sagst du zu dieser offiziellen Erklärung, dass der Spinosaurus eben so aggressiv ist, weil Dr. Henry Wu ihn zu aggressiv geschaffen hat und dass die Velociraptoren einfach aus Jurassic Park 3 einfach Vorprodukte waren zu den Velociraptoren, die wir in Jurassic World Aftermath sehen? Dieses Hinzugedichte im Nachhinein, ich bin da kein Fan von an sich. Ich muss aber sagen, in diesem Fall fühlt es sich irgendwie richtig an, weil man sich jetzt echt die Mühe gemacht hat, Jurassic Park 3 nochmal wirklich aufzugreifen, ohne es so ganz klar zu sagen. Also man muss wirklich auch das Gelesene dann verstehen. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Schreib mir wie immer deine Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.